Mein Name ist Marc Spiemanns, ich bin der Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums Zürcher Oberland hier am GZO in Wetzikon. Wir sprechen heute über Schlafstörungen. Schlafstörungen sind an sich alle Dinge, die letztendlich den Schlaf nicht erholsam machen. Und das ist auch genau das, was die Patienten am nächsten Tag beklagen, einen nicht erholsamen Schlaf. Die bei weitem häufigste Schlafstörung ist die Insomnie, die Ein- und Durchschlafstörung. Was wir hier in der Schlafmedizin im Wesentlichen haben, sind Patienten mit chronischen Schlafstörungen, die wirklich nachhaltig das Leben negativ beeinflussen und die Lebensqualität reduzieren. Von einer chronischen Schlafstörung spricht man bei Störungen, die länger als 3 Monate persistieren. Und wenn keine andere Erklärung dafür nachweisbar ist, ist das sicherlich ein Grund, sich in einer schlafmedizinischen Ambulanz vorzustellen. Eine Möglichkeit, den Schlaf zu untersuchen, wäre letztendlich die Messung im Schlaflabor. Hierzu würde der Patient eine Nacht im Schlaflabor hier im Schlafmedizinischen Zentrum übernachten. Und wir können dann aufgrund der Messung direkt den Schlaf nachweisen, zum Beispiel mittels der Messung der Hirnströme, wie das hier auf diesem Dummy eben dargestellt ist. Neben den Ein- und Durchschlafstörungen ist eine häufige Störung eine schlafbezogene Atmungsstörung, die wir dann im Schlaflabor unter Umständen auch nachweisen können. Ist das bei dem konkreten Patienten so der Fall, erfolgt die Überweisung zu meinem Kollegen Huber, der den Patienten dann auf eine Überdrucktherapie, falls das erforderlich ist, einstellt. Das Schlafapnoe-Syndrom. Schlaf ist den meisten Menschen geläufig. Apnoe heißt auf Deutsch nicht atmen. Und Syndrom ist eine Bezeichnung der Medizin für eine Krankheit, die sich durch verschiedene Symptome auszeichnet, die auch einen unterschiedlichen Ausprägungsgrad haben können. Das Schlafapnoe-Syndrom macht sich typischerweise bemerkbar durch Müdigkeit, Nichterholtsein am Tage, Einschlafneigung am Tag, Konzentrationsstörungen. Für die Therapie des Schlafapnoe-Syndroms gibt es verschiedene Therapieformen. Das ist die CPAP-Therapie, ein Gerät, das einen Überdruck generiert. Und der Überdruck wird über einen Schlauch, eine Maske in die oberen Luftwege fortgeführt, sodass die oberen Luftwege offen gehalten werden. Um Schlafstörungen zu vermeiden, empfehlen wir das Einhalten der sogenannten schlafhygienischen Regeln. Wir empfehlen möglichst regelmäßige Schlafzeiten, ausreichend viel Schlaf, das Vermeiden von Medienkonsum in den späten Abendstunden, leichter Sport in den frühen Abendstunden, möglichst den Alkoholkonsum zu reduzieren und last not least sein Körpergewicht zu optimieren. Wenn Sie trotz der Tipps von Dr. Huber an Schlafstörungen leiden, dann freuen wir uns, wenn wir Ihnen hier im Schlafmedizinischen Zentrum GZO weiterhelfen können.